Verlusten der FDP zum Ergebnis hier in Niedersachsen hat sich inzwischen auch der Bundesvorsitzende Christian Lindner in Berlin geäußert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir hätten uns in Niedersachsen ein stärkeres Ergebnis für die Freien Demokraten gewünscht. Stefan Birkner und die Kolleginnen und Kollegen dort haben eine exzellente Parlamentsarbeit geleistet und waren wirklich die seriöse Oppositionskraft in diesem Wahlkampf. In diesem Kopf-an-Kopf-Rennen in den letzten Tagen und Wochen hat die FDP aber ganz offensichtlich nicht die Traktion gehabt, um die guten Argumente auch dann in Wählerstimmen ummünzen zu können. Ich danke Stefan Birkner und unseren Freundinnen und Freunden in Niedersachsen für einen ganz engagierten Wahlkampf und drücke die Daumen, dass jetzt auch in der etwas verkleinerten Fraktion im Niedersächsischen Landtag an die frühere Arbeit gut angeknüpft werden kann. Nun gehört zur Wahrheit aber auch dazu, dass dieses Ergebnis heute im Vergleich zu dem des Jahres 2013 von der FDP aus eigener Kraft erreicht worden ist. 2013 haben wir einen Koalitionswahlkampf in Niedersachsen geführt. Die damalige schwarz-gelbe Regierung hat Schulter an Schulter gestanden und es gab auch viele taktische Wähler, die 2013 die FDP gestärkt haben. Diesmal sind wir aus eigener Kraft angetreten, unabhängig in die Wahl gegangen und haben ein Ergebnis erzielt, das im Vergleich der letzten 40 Jahre zumindest beachtlich ist. Deshalb bei allem Wunsch, besser abzuschneiden, es ist ein Ergebnis, mit dem wir gut leben können, und dass wir so spät hier runtergekommen sind, hängt nicht mit einer großen Enttäuschung zusammen, sondern einfach mit einer Flugverspätung bei Air Berlin.